So, Hallöchen. Ihr hört mich jetzt über dieses Mikrofon, was an der Soundkarte hängt, an der Soundblaster. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie sich das anhört. Es ist kein Rauschen drauf. Man sieht schon aber irgendwo was bei 21 Kilohertz oder sowas. Da ist ein bisschen was zu sehen. Ich drehe jetzt mal das Mikrofon runter. Dann ist es total, naja, still nicht, aber dann hört man da nichts mehr. Und ich ziehe jetzt auch mal den Stecker ab, dann hört ihr gar nichts mehr, außer vielleicht ein minimales Rauschen. So, ich glaube, man hat es mitgekriegt. Auch hier bei etwa 70 Hertz oder was, da kommt so ein ganz kleines bisschen was hoch. Glaube ich, Datenverarbeitung oder sowas, aber da rauscht nichts. Und das ist jetzt wieder so, wie ich es vorher hatte, vor dem Defekt. Und ich lasse mir nicht erzählen, dass die Soundkarte allgemein schon so einen Fehler hätte, dass das allgemein so irgendwie ist mit den Kreativ-Soundkarten, dass die so wären. Ich weiß, wie sie vorher war, da war nichts drauf gewesen, so wie jetzt auch. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch in dem einen Video so ausgerastet, weil mir ständig sagen wollte, dass die Karten eh scheiße sind beim Mikrofon. Die ist es definitiv nicht. Die ist jetzt eventuell sogar noch ein Ticken besser als vorher. Weil vorher hatte ich hier schon bei, ja, das war diese Powerbank, ich weiß nicht, wo die andere hin ist. Vorher hatte ich bei der anderen schon, bei den, wo ich die anderen MOSFETs drauf hatte, hatte ich auch schon so kleine leichte Spitzen drauf gehabt, hier so bei 16 und 12 und so weiter Kilohertz. So ganz minimal. Aber jetzt habe ich hier gar nichts mehr, also das funktioniert. Ich habe nichts drauf und so kenne ich sie auch, dass da nichts war, dass das ein tipptopp Eingang ist für Mikrofon. Da rauscht nichts, da ist nichts. Nur leider geht der Frontpanel-Anschluss nicht, da geht nur Kopfhörer. Mikrofon erkennt sie leider nicht. Der mein Sofa hat die gleiche Karte und da funktioniert das. Bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ist aber so. Kann ich nichts gegen tun. Gut, dann wisst ihr jetzt, wie der nachher nochmal ist. Nachdem ich sie repariert habe, da ist nichts. Ich mache nochmal das Mikrofon. Ich ziehe es nochmal raus, so könnt ihr nochmal hören. So, ihr habt es jetzt hören können. Wie gesagt, ich kenne sie eigentlich nur so, dass sie absolut ruhig ist im Mikrofoneingang. Und da lasse ich mir nicht erzählen, dass Soundblaster-Karten definitiv alle bäh sind. Die Onboard hier drauf, die rauscht wie ein Wasserfall jetzt auf dem Mainboard. Wo ich jetzt leider meine Grafikkarte in einem PCI 16 oder ja, PCI 16 mal Slot stecken habe, aber die nur mit 8 mal angesprochen wird, stecke ich sie auf den anderen PCI Platz oder PCI Express Platz, dann kriege ich die Soundkarte nicht mehr rein. Ups. So, mehr wollte ich nicht. Das ist jetzt einfach nur noch der Nachtrag, wie sie jetzt wirklich wieder ist. Und so kenne ich sie halt. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.